Nur mit HTML5 und CSS3 kann man mittlerweile auch durchaus komplexe Animationen umsetzen, wie ihr zum Beispiel auf dieser Seite hier seht. Der Roboter ist wirklich nur mit HTML und CSS umgesetzt. Die meisten komplexen Animationen allerdings, wie zum Beispiel auch hier dieser Parallaxe-Effekt, die werden allerdings immer noch im Zusammenspiel mit JavaScript umgesetzt. Da das aber für euren aktuellen Stand zu weit gehen würde, möchte ich in diesem Video einen kurzen Einblick in das fliegende FH-Logo geben, was nur mit CSS umgesetzt ist. Wir werden zwei CSS-Anweisungen benötigen, und zwar Transition und Transform. Problematisch ist derzeit noch die Browserkompatibilität von diesen CSS-Anweisungen. Bisher unterstützt noch kein Browser diese Eigenschaft ohne entsprechende Präfixe. Der Einfachheit halber verwende ich hier im Video nur den WebKit-Präfix, somit funktioniert die Animation jetzt nur im Chrome oder Safari. Schauen wir uns kurz an, was die Eigenschaften bewirken sollen. Das WebKit Transition, das erlaubt überhaupt erstmal die Animation. Bei dem Transition kann man bis zu vier Properties angeben, bis zu vier Eigenschaften angeben. Die erste Eigenschaft, die wir hier verwenden werden, steht für das Transition Property, also was soll animiert werden. Default ist hier all. Also es kann alles animiert werden, alle CSS-Eigenschaften. Ich kann hier allerdings auch statt all zum Beispiel width angeben, dann würde hier nur die Breite animiert werden oder eben auch jede andere CSS-Eigenschaft kann hier angegeben werden. Der zweite Wert ist die Transition Duration, also die Dauer der Animation, wie lange soll sie dauern? Bei uns werden das 3 Sekunden sein. Und die dritte Eigenschaft, die wir nutzen, das ist die Transition Timing Function. Default wäre hier linear, also wie verhält sich die Animation? Wir haben hier Ease In Out. Das bedeutet, dass es einen langsamen Start und ein langsames Ende gibt. Als zweite CSS-Eigenschaft werden wir Transform verwenden. Wenn man Transform verwendet, dann gibt man Funktionen an, wie Translate und Rotate zum Beispiel. Wir werden hier als erstes mit Translate das Element verschieben, um die Werte, die in der Klammer angegeben sind, und im Anschluss rotieren lassen, um 430 Grad bei uns wird es hier sein. Nun zum Code. Werfen wir als erstes einen Blick in den HTML-Code. Der ist ziemlich übersichtlich. Das, was halt interessant ist, ist der Bereich im Body hier, wo halt das Image, unser FH-Logo, in zwei Diff-Elementen verschachtelt ist. Und wenn wir uns das im Browser anschauen, dann sieht das wie folgt aus, nämlich genau so. Also wir haben hier momentan ein Diff-Element, was auf einer Breite von 960 Pixeln gewrappt ist, mit einem Box-Shadow. Und links oben in dem Diff-Element befindet sich unser FH-Logo. Ja, unsere Arbeit, die geht jetzt eigentlich in der CSS-Datei los, wenn man da von Arbeit sprechen kann überhaupt. Und wir müssen hier in diesem Fall mit der Position-Eigenschaft arbeiten. Dabei setzen wir das Wrapper-Div auf Position-Relative. Wrap.wrap greifen wir an die Klasse Wrap und sagen Position-Relative. Dieses Element soll hier relativ zum Elternelement, in dem Fall ist es der Body, das gesamte Browserfenster. Und außerdem bekommt dieses Element noch eine fixe Höhe, die repräsentiert die Fläche, auf der dann das FH-Logo fliegen soll. Wenn wir uns das im Browser anschauen, sehen wir jetzt, dass wir die Fläche vergrößert haben und was anderes hat sich momentan nicht verändert. Unser FH-Logo, was ich mit Punkt FH-Logo, also auf die Klasse FH-Logo angreife, das wird absolut positioniert. Da allerdings das Elternelement, unser Div mit der Klasse Wrap, relativ positioniert ist, verhält sich unser FH-Logo nicht absolut im Verhältnis zum Browserfenster, sondern im Verhältnis zum Elternelement. Wir verschieben das Element außerdem noch um 10 Pixel nach unten und um 20 Pixel nach rechts. So, das sollte jetzt im Browserfenster nicht unbedingt viele Neuigkeiten bringen, sondern einfach nur ein bisschen nach unten und nach rechts positioniert werden. Ja, und jetzt geht's schon an die Animation. Wenn wir mit der Maus
über dieses Div mit der Klasse Wrap drüber gehen, dann wollen wir, dass das Logo ja zum Fliegen beginnt. Deshalb definieren wir das Hover, also wir sagen .wrap Hover, und wenn über die das Div mit der Klasse Wrap das Hover gemacht wird, dann soll das FH-Logo sich bewegen. Und da definiere ich jetzt als erstes, wie die Animation sich bewegen soll. Dafür sage ich WebKit-Transition. Und zwar soll erstmal alles animiert werden. Es soll 3 Sekunden lang dauern. Und es soll langsam ein- und wieder ausgefädelt werden. Und jetzt kommt genau, wie die Animation ablaufen soll, also was gemacht werden soll. Wir sagen WebKit Transform. Und dann sage ich mit Translate, dass die Position verändert werden soll. Und hier gebe ich als ersten Wert die X-Position ein. Also bei mir soll hier um 827 Pixel das FH-Logo auf der Horizontalen nach rechts verschoben werden. Und um 250 Pixel auf der Y-Achse auf der Vertikalen nach unten verschoben. Und außerdem soll das Logo rotieren um 430 Grad, also um mehr als eine Umdrehung. Ja, und wenn wir jetzt hier keine Fehler gemacht haben, dann sollte momentan sich noch nichts ändern, aber sobald ich mit der Maus über das Wrap-Div komme, bewegt sich die Animation, was hier jetzt noch nicht so toll ist, ist, dass die Animation sich nur in eine Richtung bewegt und sich nie wieder zurückbewegt. Das kann man erreichen, indem man die WebKit Transition grundsätzlich auf das FH-Logo legt und hier dann beim Hover weglässt. Das testen wir dann auch mal noch aus. Es bewegt sich in eine Richtung und bewegt sich auch wieder zurück. Wenn ich wieder mit der Maus drüber gehe und wieder zurück. Man sieht eigentlich, dass man mit CSS3 relativ einfach Objekte manipulieren kann, drehen kann, schrägstellen und so weiter, sodass da in Zukunft einiges möglich sein wird.